Lazy Boys zusammen mit Dennis, Passi und Flo und mit mir, dem Alex, yo. Hallo. Hey, Alter, schlechter Reim. Schlechter Wortwitz zu schlechter Reim. Alex, hast du eigentlich Daisy schon unten? Nee. Okay, los geht's, Buddy. Alex, Flo, hast du das Apple-Kit? Oh, lol, das ist voll da drin. Warum habe ich schon wieder nicht das Apple-Kit? Junge, das merkt du musst vielleicht auch auswählen, ne? Nudel. Ja. Es steht sogar da, Toggle irgendwas, keine Ahnung, wie das da steht, ist sogar in grün. Das sind gar keine Tone, das ist so die... Da wird irgendwas drin. Alter, und wir spielen heute auf Game Map. Ach, ja, auf der ja. Schwulen. Wasteland, oder wie die heißt, gell? Wasteland. Der ist Loveland. Loveland, genau. Ja, das ist das Wasteland. Also ich will jetzt mal nicht schwulen feindlich sein, aber wahrscheinlich eher so Gay Paradise, Junge. Gay. Alter, Alex, wenn du die Folge hochnimmst, nenn irgendwie die Beschreibung Gay Paradise The Walls. Sag mir mal hier, ich bin voll der Boss, Junge. Meine Gay Paradise. Aber wo ist hier das Essen? Keine Ahnung, ich hab hier... Flintstone Litter Management, aha. Ey, ja, wo gibt's hier Steine? Leute, essen wir Blumen, ey. Ich esse Blumen, ey. Ist jemand noch von euch Blumen? Wenn das geht, ja, Leute. Ich kenn so einen geilen Blumenkäse, der schmeckt echt richtig geil. Oder Blumenkäse, ernsthaft? Ja. Leute, wisst ihr, was das ist Käse und da ist halt also eine Kruste drum mit Blumen. Ja, klar! Mein Holz ist weg. Läuft und bei mir. Holz ist weg. Läuft bei dir, Alex. Läuft. Hm. Ey, Mann, okay. Wie kommt denn in diesen hässlichen Tor da rein? Ich mag da jetzt rein, ey. Junge, wie das Holz sich bei mir so eiskalt aufsplittet, ey. Zack, zack, zack. Also ich gehe da mal eine Runde meinen, man sieht sich, wenn ich irgendwo eine Mine finde. Alter, das kotzt mich gerade so an. Mein Bruder sauft mir mein ganz cooles zusammen, ey. Ich hab eine eigene Kiste, mein Dein Keller. Bruder ist echt, Alter. Geilo hatte ich auch mal. Aber irgendwann hab ich so viel getrunken, dann war Schluss. Ha, ich kann so viel saufen, wie ich will. Okay, Leute, wo graben wir uns runter? Ich bin jetzt gerade hier in der Mitte und da oben. Ich grab mich da runter, wo Alex ist. Ja, snack mir gleich mal mein Eis. Oh mein Gott, da ist jemand sofort, dass ich ihr Eisen wegnehme. Boah, wie viel Eisen ist denn hier? Junge, YOLO. Ich hab hier einen Höhleneingang gefunden. Ich will ja mal Alter, sagen. Was ist, hab ich für eine Eisenader? Ja, Passi, da bin ich auch schon seit, keine Ahnung, seit wie vielen Minuten. Alter, Junge! Mir reicht Eisen. Man kann's übertreiben. Ich bin fertig, ich brauch kein Eisen mehr. Alter, Leute, wollt ihr mich... Alter. Ja, wir müssen noch für Dennis farmen, der verzweifelt. Ich brauch kein Eisen mehr. Das ist nicht das erste Mal, dass ich wieder verzweifle. Ich brauch eiskalt kein Eisen mehr. Ich hab auch schon so endviel. Alter, Leute, oh, bitte. Kranke Wenn man Scheiße. Die Runde nicht wieder gewinnt, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, aber die anderen Leute haben das Eisen auch. Ist doch egal. Wir haben bis jetzt eh jede Runde gewonnen. Ja, naja, außer paar. Aber die waren dann echt Nubi. Ja, das war dann immer Alex schuld, weißt du? Nur weil wir ihn beschützen sollen. Ja, Mann, oh. Alter, ist überall so viel Gold, ey. What the fuck? Okay, das Eisen, nice. Jeder von uns findet Eisen, dann ist erstmal Gold. Der Gold ist in Real Life eigentlich ja besser dran. Oh, jetzt. Oh, ich habe eine Riesenader gefunden. Nice. Ich glaube, die Riesenader haben wir alle gefunden. Das heißt, wir werden auf jeden Fall ziemlich krass battlen müssen. Mhm. Nicht betteln in diesem Sinne von schnorren, sondern kämpfen. Ey, ganz Alter. Ehrlich, hat irgendjemand schon einen Enchanter gefunden, weil ich habe jetzt schon... Oh. Ey, geht mal auf die Suche nach dem Enchanter. Ich hab schon. 13 Eisen. Alter, was? Oh, ja, nice. Ja, wir haben schon genügend Eisen für dich, Dennis. Ja, ich sammle das jetzt dennoch mit, man weiß ja nie. Wollte sich irgendwie nämlich killen. Alter, Junge, ich hab hier... Alter, ich hab jetzt selber 20 Eisen, ey. Ist übertrieben, ey. Mhm. Junge, das ist schau, das meine ich, das ist halt wieder eine Map, wo das Eisen einfach mal... Hier nach... Weißt du, es gibt halt hier Maps, da wird dir das Eisen nachgeschmissen. Und es gibt hier Maps, wo du dich dauernd durch die Höhlen latschen kannst und gar nichts findest.
Oh Junge, wie viel Kohle, ey, das ist. Boah, das ist Weil einfach. alleine schon die erste Eisenader hat locker gereicht, um drei von uns zu versorgen. Shit, lag, fuck. Alex! Ja. Ich hab grad ne Kiste. Nee, ich hab aber hier gerade eine Kiste gelootet. Ja, ich weiß, die habe ich auch gesehen. Ich wollte auch gerade eben dran, also. Boah, alter Junge, wie viel Eisen einfach nur. Also ich bin auch gerade im Paradies, ey. Also die Karte ist, sieht zwar schissen aus, aber Junge, hier ist Eisen bis zum Platten. Bis zum Saufutter. Also die Map heißt ja Liebe und so, ne? Aber ich glaube, der Map-Ersteller hatte höchstens eine Vorliebe für Eisen. Ja. Eisen. Wir können unseren eigenen Song machen. Eisen, 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 Eisen. Ey, Junge. Eisen, überhaupt nicht geklaut. What the... Alter. Dennis ist der... Wie er anfängt, Dennis... Warte, also, kann sein, dass der eine Typ den Enchanter schon hat und dass der im Turm drin war. Ja, der eine war oben. Warte, wie heißt Alter, der? Die Decke geht noch weiter mit Eisen. Ja, einfach mal übertrieben. Somebody... Alter, holy... Also ich schmelze es dennoch oder versuche es zu schmelzen innerhalb von den 9 Minuten, die wir noch haben. Ja, in 9 Minuten schaffst du es locker. Wie sieht es anders? Somebody have the enhanced enchanter. Es. Passt ist ja hier unser Englisch-Profi, obwohl er nicht. Echt wahr. Obwohl er so schlecht ist. Letztes Jahr hatte ich eine 3 im Endzeugnis. Also. Ich hatte eine 2. Ich bin Ich hab eine 1. Ja, weil... Flo, dein Geschleime, ey. Ja, Flo ist Nee. Doch, nee. In der Grundschule hat er immer geschleimt, aber ohne Spaß war. Ja, so einen haben wir auch in unserer Klasse. Welchen meinst du? Der schleimt echt nur, das ist echt krass. Ja, ich hab so einen auch in meiner Klasse, gell? Der bringt jedes Jahr, bringt er den Lehrern zu, vor Weihnachten bringt er in irgend so einen Scheiß mit. So Blumensträuße, Pralinen, von seiner aber Mutter aus. Gell? Und dann immer so Kränze, Adventskränze. Alter! Dieser scheiß Anonymous, dieser Penner, weißt du schon, dieser Anonymous. Er bringt die ganze Zeit Grenze mit. Ja, und nein, nicht der. Sondern, ich kann euch ja mal den Matthias sagen, Matthias. Und es folgt ja also nicht mein Bruder. aber irgend so ein anderer. Also außer, würde ich aufzutun. Nein, echt nicht. Auf jeden Fall hat der so, keine Ahnung, aber den seine Familie finde ich eh so komisch. Und ja, ich will euch gar nicht so da gibt's einige. Also da. Ich will euch gar nicht so die Details erzählen, was der Typ so alles in seiner Freizeit macht. Was macht denn der? Er steht seit der 7. Klasse auf eine. Und ich will euch jetzt nicht erzählen, wie er einen Apfel kassiert hat. Also einfach nur episch. Okay, ich erzähl's doch, ey. Ist einfach zu episch. Also, er hat... Alex, Love Doctor. Ja, war echt Love Doctor. Einfach zu episch, gell? Warte, ich weiß gar nicht. Also, so. Also, er heißt Matthias, ist halt eher so ein, ich sag jetzt mal, so ein Vollstreber. Und immer, wenn irgendein anderer ausgefragt wird, der wo nicht ausgefragt werden will, fragen wird... Oder will, meldet er sich und opfert sich immer für irgendwelche anderen. Also er wurde. Das ist voll geil. Ja, ist ja wohl geil, aber irgendwann nervt's auch. Auf jeden Fall steht er seit der 7. Klasse auf eine, die wo eigentlich schon Qualität hat, aber auch ehrlich gesagt zu den Strebern gehören. Und aber noch richtig gut aussieht, also. Ich hab den einen. Go away, Mama! Da stellen sich bei Alex gleich die Nackenhaare hoch. Ja, also ihr müsst wissen, dass Alex der totale Frauenschwamm ist. So, und auf jeden Fall... Ja, egal, mein Bruder ist ja drin, egal. Jetzt, auf jeden Fall steht halt auf die und damals, oder es gibt ja immer noch diesen Valentins-Service in unserer Schule, wo man so... Oh ja, der ist endbescheuert, den haben wir auch. Wo man ich so mal was bekommen, ey. Wo man so eine Rose schicken kann. Ja, so genau. Ja, Mann. Hab ich mal gemacht, ey. Also, echt jetzt? An dich ja, selber? Kam voll gut an, ey. Kam voll gut an.
Wahrscheinlich hat Dennis an sich selber geschickt. Kam voll gut an. Jetzt mal Spaß beiseite, es war bei uns eine in der Klasse, die also war anfangs der siebten. Also wir sind ja halt reine Jungklassen. Und da kam halt ein Mädchen dazu, habe ich mal gemacht und es kam wirklich voll gut an. Ja. Ich gehe jetzt nicht weiter ein auf die Story. Aber nein, jetzt lass mich mal weiter erzählen, Junge. Es wird jetzt noch lustig. Lass mal Alex erzählen. Sorry. Und ja, dann hat er halt da ihr so eine Rose geschenkt. Und er hat halt so einen, ich sag jetzt mal, so einen richtigen Spasten aus unserer Klasse gefragt, der wo eigentlich nur so Weiber als, oder Mädchen, sag ich jetzt mal, als Material und als Gegenstand sieht. Also irgend so ein Spast. Und dem wo... Also Alex... Nein, der ist irgendwie anders, keine Ahnung. Und auf jeden Fall hat der dann ihm geraten, dass er ihr halt diese Rose schenken soll. Mein Bruder lacht. Und dann halt hat er ihr halt so eine Rose geschenkt und dann ich hör's nicht, ich hör's den Arsch. Ja, jetzt er soll mal seinen Maul halten. Und auf jeden Fall hat er dann ihr halt diese Rose dann zum Valentinstag geschenkt. Ja. Alter, jetzt Matti, komm mal wieder runter, ey. Ich hör's leider gerade nicht. Und auf jeden Fall haben wir dann, hat er dann ihr hat die... Hat er sie anonym geschickt oder hat... Anonym. Und dann hat, ist sie zu ihm so hingegangen, ey, Matthias, ich weiß genau, dass du mich liebst. Und dass du mich liebst und so. Und ja, deshalb... Du solltest vielleicht mal mein Eisen braten. Ja, ach. Ich hab schon 37 extra, ich hab schon massig Eisen für alle. Und dann, geht er so, oder kommt sie zu ihm so... Matthias, liebst du mich? Er so, ja. Und dann sie so, ich dich aber nicht. So richtig so, weißt du, so, so kindisch, so, ich dich aber nicht. So, meh, meh, meh. Alter, das ist aber echt fies, ey. Junge. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, dass die das vor Alex Klasse gemacht hat. Junge. Und das war einfach mal so richtig lustig. Aber wir verarschen, er steht ja immer noch auf sie und dieser Typ ist echt krank, ey. Er will jedes von Datei, Detail und will. Wir haben. Was ist? Ja, wie Matti sich einfach kreuzweise. Und auf jeden Fall, sind halt welche aus meiner Klasse, mit denen ich auch befreundet bin, haben halt, weil die so gewettet haben, wenn sie halt so eine Note schreiben in dem Fach, dann gehen sie zu den Tutoren und ja, das ist leider halt geschehen und ich muss jetzt halt alleine rumgammeln, weil ich keinen Bock auf Tutoren habe. Und auf jeden Fall. Die haben gewettet und lol. Leck. Und dann haben die halt Achso, ich dachte schon, du hast deine Freunde verloren. Nee. Und die ja, ist haben halt... Nicht, ist leider nicht eingetreten. Und die haben halt dann halt das gewettet und dann gibt's da auch noch also, die waren halt dann auf diesem Schülerseminar-Kack-Ding da, wo man halt dieses... Ja, egal. Und dann hat ist halt die auch mitgefahren, weil die halt auch mit dazu gehört zu dem Ding, zu den Schüler, Kackwurst, keine Ahnung was. Und dann wollte dieser Matthias so einen richtigen Lagebericht von dem, was sie so gemacht hat und so. Alter, der ist so verrückt, ey. Alter, manchmal denke ich mir echt, was hat der gesoffen, ey? Wieso erst doch nicht mal ihr Freund? Ja, ach, aber der will immer irgendwie... Ich will jetzt hier auch nicht näher drauf eingehen, also... Ja, vielleicht sind die ja trotzdem mit einem... sie hat recht groß... Ah, okay. Egal. ich sie will... Sie hat echt große Wölbungen. Ja. Und da wollte... Alter, ganz echt... Und... Das ist schon Sinn, Mann. Wir gehen auf die Wölbungen einer Frau. Und dann, schau, wollte er wissen von meinem Freund, weil er das halt gesehen hat. Also nur den Anschnitt hat er, oder den so einen kleinen Teil vom Anfang, gell? Und dann wollte er sofort wissen, wie sie waren und den Scheiße. Ich denke mir so WTF, ey. Wie sie war. Ja, wie halt diese Rundungen so sind und. Ach, hat er sie angefasst? Oh mein Gott. Nein! Alter, Alter,
Fazit in Alex Klasse ist. Ja, nur Pedos. Und ja, das, die Geschichte geht halt immer so weiter. Und ja, jetzt lass mal hier zur Mitte gehen. Hat jemand Essen? Nee. Nee. Scheiße. Kein Essen, na. Also ich bin kampfbereit mit ordentlich Eisen und Gold. Let's go. Lol. Ich spreche, okay. Alter, hab ich jetzt schon Essen verliere? Was hab ich denn gemacht? Ja, man verliert irgendwie sofort Essen. Wo seid ihr gerade? Ich will nicht alleine hier sein. Ach, das passt gerade. Oder? Nein! Kacke. Hä, wo sind die Dias? Verstärkung ist other way. Ich hab Essen. Wort, hast du? Ich hab 4 Äpfel. Achtung, ich hab selber Essen, das Äpfelkit. Gib doch mal, ich kann goldene Äpfel draus machen, ich hab Gold dabei. Ja, jetzt nicht mehr, das bringt eh nichts. Ich brauche aber was zu essen, ich hab selber gleich. Gib Flo gibt die Äpfel Dennis. Ich hab schon gedacht, das ist Eis, ey. Und auf jeden Fall will dir halt immer so ein kleines Detail wissen. Ich werde das jetzt auch, also ich werde den Namen des Mädchens nicht nennen. Und er heißt auch in Wirklichkeit auch nicht Matthias, er ist anders. Und das war jetzt nur so ein Beispiel. Ich wette, da ist in Wirklichkeit Matthias und Alec hat vergessen, den Namen auszutauschen. Hilfe dir, bitte, ich habe keinen Hunger. Nein. Und. Ach so, ja, hier. Hey, wo sind diese anderen Lappen? Hey, ich brauche Essen, ich verhungere gleich. Du hast doch dein Apfelkit. Ich habe kein Apfelkit gekauft. Du hast kein Apfelkit gekauft. Warum muss man sich immer wieder kaufen, oder? Oder hat man nein. Lol, da hinten ist einer. Da, wo es brennt, ist einer. Lol, bei mir laggt. Irgendwie laggt der Server manchmal bei mir total. Und auf jeden Fall gibt es solche Pedos in uns, oder in meiner Klasse. Und auf jeden Fall... Ja, na, so einige Kandidaten. Das ist noch einer von unserem Team, Junge. Und dieser eine, dem, wo ich halt gerade so erzählt habe, also der nicht Matthias heißt, der hat einfach keinen Stil, weißt? So ein richtiger Streber, weißt schon, wie dieser Jan aus deiner Klasse, Passi. Ja, der ist nicht so, obwohl. Der hat auch keinen Stil. Wo ist dieser eine Putzi, den wir suchen? Wo ist der hin? Lol, der hat ein Dierschwert. Der eine hat ein Dierschwert, ja? Ey, diese scheiß Tür geht nicht auf. Ja, Jan hat den Streber-Style. Ist Leute, so. Teamfight, brauchen keine Diamanten. Oh, da sind andere. Ich geh jetzt mal mit dir, Alex. Der ist oben im zweiten Stock. Ich hab keinen Fallbogen. Sorry. Hab ihn. Und auf jeden Fall. Da kommt zwei auf uns zu, Ja, okay. Ich flankiere die von hinten. Wow. Nein, Passi. Ja, ich helfe euch. Ich rush hinterher. Vor allem, wo haben die den Enchanter her? Oh, Junge, wie hardcore sehen die denn bitte schön drauf? Alter, fuck. Ich kann nicht mehr rennen. Ich verhelfe das denn. Ja, damit würde ich sagen, beenden wir diese Runde. Die müssen wir noch killen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und diese Runde wird eine sehr... Also, wie schon gesagt, Namen sind... Die habe ich jetzt so ein bisschen so gefaked. Und das laufen, sie kommen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.